Stellt euch vor, eine Gruppe von talentierten Moddern macht die ultimative Mod für Need for Speed Most Wanted, und zwar für das Original von 2005. Mit neuer Grafik, neuen Fahrzeugen, neuer Story, besserem Tuning und so weiter. Ja, und dann nehmt diesen Gedanken und werft den komplett über Bord, weil heute schauen wir uns einen Mod an, der ja zwar eine große Mod ist, sehr viel im Spiel ändert, aber ja, über gut ist, das sei dahingestellt. Und genau das wollen wir gemeinsam heute herausfinden. You mean to tell me the most wanted street racer happened to get away? What about the Blackness? Get Blackness. They're through. I want every single unit. Everyone. Sit there! Don't need another car to raise the fun, baby? Yes. Who the fuck wrote this? All the pro boss races on difficulty. What do you mean on difficulty? What does that mean? Ja, das war ein wunderschönes Intro, würde ich sagen, zu einem Mod, der sehr spannend sein dürfte, nennt sich Pvega Mod, ist ein riesengroßes Mod-Paket quasi für Need for Speed Most Wanted für das 2005er. Links sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Ihr habt den ungefähr Vorgeschmack bekommen, was uns da heute erwartet. Und nicht wundern, ich habe heute so abwechselnd eine Facecam dabei, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, wie ich denn darauf reagiere und ob ich es lustig finde. Ich habe mich ja leider schon ein bisschen spoilern lassen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir beim LP05, beim Lukas, auch schon, der hat nämlich auch gespielt in seinem Livestream, ein bisschen zugeschaut. War echt lustig, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das gemeinsam mit euch auch lustig werden kann. Das Ganze wird eine Art komplettes Gameplay. Ich schneide da ein bisschen was zusammen. Natürlich zeige ich nicht jeden Teil davon. Könnt ihr natürlich gerne selbst ausprobieren, einiges. Links, wie gesagt, sind in der Videobeschreibung unten. So. Und ja, wir sind jetzt zuerst im Menü. Ich wollte euch nur mal zeigen, auch, also die haben da echt sehr viel Arbeit reingesteckt in diese Meme-Mod, die es ja darstellen soll, die es ist. Also ihr seht natürlich das wunderschöne Auto im Hintergrund, aber ich finde auch die Menüpunkte sehr geil. Also wir haben hier Cancer, Cancer Series, I Just Wanna Race Man, My Shitboxes, Tangle Shutdown, Online Cancelled, Who Are You Options. Genau, also so viel nämlich dazu. How's your car running? Why are you reading this? Ich finde es einfach so genial, wie dieser Mr. Bean inspirierte Mini hier einfach Razors Mustang ersetzt hat. Und wie einfach dieses Ding den BMW ersetzt hat. Ich weiß echt nicht, was es darstellen soll. Aber es sieht halt einfach geil aus. Was hier die Mutter an Arbeit reingesteckt haben, ist schon beeindruckend irgendwie. Muss ich sagen. Und tatsächlich, spannenderweise, lässt sich es auch mit meinem Xbox-Controller spielen. Was mich ein bisschen wundert, wenn ich ehrlich bin. Wir fahren hier übrigens gegen Kuro. Falls ihr den nicht kennt, das ist ein, ich glaube, YouTuber, Streamer, sowas in die Richtung, der halt sehr viel zum Thema Need for Speed macht. Das ist einer der größten oder vielleicht sogar der größte. Ich muss gestehen, ich kenne ein paar Videos von ihm, wo es einfach um diverse Need for Speed-Themen ging. Und der ist hier quasi unser Main Rival. Sprich, der ersetzt eben Razer.
in diesem Spiel. Entering Cockpit City. Ich hoffe, YouTube sperrt mich dafür nicht oder demonetarisiert dieses Video, aber wahrscheinlich schon, bei dem, was da alles vorkommt. Ich sage, die Arbeit und die kreative, wie viel kreativ man sein muss für so einen Schwachsinn eigentlich, und trotzdem ist es einfach geil. Dieses Everyone. Auf das haben sie sich aufgehängt. Oh man, did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, is this off for show or is there something more I should know? I'd like to take a little peek. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in cars is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Hey guys, Sakura here. Check out Instant Gaming for cheap game keys. Click the link in the description below. Schleichwerbung. Next time, you won't be so lucky. Au. Nice pins. Das ist übrigens cool. Für Leute, die ihn nicht kennen sollten. Ich finde es geil, dass wir jetzt gegen Ryan Cooper fahren. Also, ja, es ist Ryan Cooper. Tatsächlich haben sie sogar Gas. Ich finde es einfach, also ohne Spaß, ich finde es einfach genial, wie viel Arbeit und Kreativität in diese Mod gesteckt wurde. Ich würde mir tatsächlich wünschen, es würde jemand so viel Aufwand reinstecken in eine richtige Mod, sag ich mal, für Most Wanted, die tatsächlich das Spiel ja besser macht, sagen wir mal so, sofern es halt geht natürlich. Aber nicht vergessen, dass halt das immer noch ein Mod ist, der auch, ja, sobald ich das mitbekommen habe, ein bisschen buggy ist, was aber halt logischerweise bei einem Mod, ja, dazu gehört. Man feiert ja am Spiel was einfach so nicht vorgesehen ist. Ich finde aber die ganzen, also vermutlich verstehe ich die Hälfte der Anspielungen, die da drin vorkommen, nicht so ganz. Ich finde es aber sehr nice, dass sie auf jeden Fall Cockpot draus gemacht haben. Ich finde schön, dass da Elgato-Werbung ist. Weil so, wie gesagt, das ist so grafisch, sieht es eigentlich ganz gut aus, aber einfach dieses Auto, naja, schauen wir uns, was uns noch erwarten wird. Die Musik. What did I tell you, Razor? He shadowed me. I couldn't shake up. Ready to donate another car to the Raven Fund, baby? Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is fuck. Golf is better. And golf is better. Ah, ja, es bietet sich halt viel zu gut an, einfach. Faster than anything here. You obviously don't know your cocks.
I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer cock smokes anything here, including this punk-ass kid car. Well, then where's your punk money, bro? $5,000. $5,000. Says my boy will smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. Thanks for the update. Are we doing this now? Oder nie mag ich doch. Ja. Bisschen Rassismus. Why don't we make it $5,000? $5,000. Es ist halt so stumpf und so dumm, der Witz, aber ich ist trotzdem geil. When he's through with you, I never want to see your face again. Ich sag, es ist einfach so stumpf und vor allem jetzt fahren wir das gegen Formel 1 Auto. Nice. Coole Sache. Gas, gas, gas. Selbst das haben sie verändert. Also, ich sage. Die Sirene. Alter. Ich sage, die haben echt an diesem Spiel nichts beim Original belassen. Boring as prologue, man. Das Ganze ist natürlich auf Englisch und nicht auf Deutsch, weil das ist ein großer Mod. Ew, dude, what is this car? Did you get this one from a Java game? Anyway, let's race. Did you get this from a Java game? Ja, sieht ungefähr so aus, würde ich sagen. Das Ganze ist natürlich auf Englisch und entsprechend, wenn ihr euch den Mod runterladet, müsst ihr auch schauen, dass euer Spiel auf Englisch installiert ist. Da ist aber eine Anleitung dabei auch, wie ihr das machen könnt, beziehungsweise ein VP-Skript, mit dem ihr da quasi in der Registry die Einstellungen ändern könnt. Wie gesagt, Links sind unten in der Beschreibung, falls ihr da selbst jetzt Bock drauf habt, das auszuprobieren, weil ich finde einfach, es ist halt einfach so stumpf und so dumm, aber irgendwie macht es das gerade sehr lustig, muss ich sagen. Weil halt die Witze so schlecht sind, dass sie wieder gut sind. Vor allem bin ich gespannt auf die Blacklist-Fahrer, weil wie gesagt, in dem Spiel, also in diesem Mod, haben sie ja quasi alles ersetzt, was ging. Ich habe ja hier so mein Mikrofon und mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass halt im Tacho unten der Drehzahlmesser, dass hier so Pepe einfach mal eine Waffe hält und entsprechend zielt damit und das ist der Zeiger für den Dreh, für den Drehmoment, für die Drehzahl. Ja, coole Sache. Hey, nice cock, car. But watch out for this guy, he can't be trusted. What's up, Hotshot? Think you can survive here in cockpit with that low poly ride of yours? Only fools challenge me and my endless speedrunning experience. Did nobody tell you? I'm the unbeatable. King of Most Wanted, and a Pepega like you once stand a chance once I had my Mad Monk. I'll be waiting. Alter. Ja. Trotzdem geil gemacht, muss ich sagen. Voy a la playa, ya soy. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Sind wir tot und zart. Geil. Ja.
feier ich. Ich find's geil, wie das Gran Turismo, ja, wenn du eine Lizenz gefehlt hast, eingebaut haben. Nice. Hey Mia. Go. The winner circles over here. Cox. 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 Ich finde schön, wie sie James May angebaut haben mit den Cox. Oh Cox. I see you're a sucker for a man in uniform. Well, guess what? Where you're going, you'll be surrounded by them. See you down the river, Romeo. Hmm. Schön. Verhaftungsszene ist undercover, glaube ich, müsste das gewesen sein. Nice. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Geil. Ich finde schon direkt mal einen Gulag von Warzone. Das ist passend, würde ich sagen. Fast. I'm sorry. I am right. Schön, dass direkt mal die Credits kommen. Hey Ed, it's Mia. My name is Van. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Sure, why not? Thanks. I owe you one. So, erstes Auto. Ja. Ich finde schön, dass auf der Tür hinten, ich lese es nicht vor, was da steht. Ich glaube, es kam schon zu oft Cock da herin vor jetzt. Der Golf ist better. Aber das können wir uns nicht leisten. MPV. Hm. Vor Tour, ich finde schön, dass ein Smart drin ist. Ja, ich meine, die Auswahl ist so oder so scheiße. Ich glaube, wir nehmen den Smart. Well, 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 look who's made it through the prologue. Congratulations. I'm Eden, and I'm gonna guide you through the Pega mods, which has been this massive community effort. Like, it's become this massive mod that so many people have been working on. And yeah, we've been working on this for the past 6 months, and... Well, this is the finished product, at least the first version of it. There's memes absolutely everywhere, in literally every store, literally everywhere on the map. There's basically stuff everywhere, so definitely keep your eyes peeled. And yeah, with that being said, enjoy the mod. Ich meine, selbst die Musik haben sie verkackt. Ich meine nur, ich finde es aber schön, dass der Tuning Shop jetzt zur Garage geworden ist. Water. Falsche Tür. Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather club's 2 blocks down. You picked the wrong house, fool! Hey, hey!
So you found it all right. What do you think? Waren nur ein paar Mal an der falschen Tür. Black Panther ist unser erster Blacklist-Gegner. Strength, absolutely nothing. Sehr geil. Hold up! You think you could be me? Look at you. Puny. Small. Small pee-pee. Tiny brain. Mate, you got something coming for you. I swear. Swear on me, mum. I'm gonna get you. This is gonna be it. Game over. Endo yo lifo. Sag ich. Einfach geil, wie sie halt selbst jedes einzelne Video ausgetauscht haben da drin. Ich meine, selbst diese. Na, geil. Also wirklich Respekt dafür. Ja. Und das ist auch festgenommen worden. Sehr gut. So, also wir haben hier natürlich Race Events, Milestone Events und Gain Subscribers. Draw My Life. Ja, schauen wir mal rein, was wir in den Events haben. Battle Royale. Ich weiß nicht ganz, was das ist, aber vermutlich ist das, sind das diese Knockout-Rennen. Play on Difficulty. Yes, nope. Ja, wir spielen auf Difficulty. Nice. So, und an der Stelle ist das Spiel zum ersten Mal abgestürzt beim ersten Rennen, aber macht nichts. Ich glaube, wir haben erstmal genug für eine erste Folge. Ihr habt einen, glaube ich, ganz guten Eindruck bekommen, was euch mit diesem Mod erwartet. Schönes. Wie gesagt, Respekt an der Stelle an alle, die an dieser Mod mitgearbeitet haben, die das zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Es ist komplett verrückt, aber sehr geil, muss ich sagen. Macht Spaß und ist lustig auf jeden Fall. Geiler Humor, wie ich finde. Also checkt auf jeden Fall unten die Links in der Videobeschreibung aus, wenn euch das auch interessiert. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, beziehungsweise lasst auch ein Like da. Und dann kommt vielleicht auch eine Folge von meiner Seite. Also danke an der Stelle fürs Zusehen und bis dann. Ciao.